Hallo chicos, herzlich willkommen zu E-Faktor. Mein Thema heute, das Hairstyling der 20er Jahre. Begrüßen Sie mit mir der Team Pam, Mandy und Pietro van de Bosch Macri. Pietro, hola. Alexis. So, bitte. Ich bin total begeistert von eurer Arbeit. Wirklich. Wir sind seit über 20 Jahren in diesem Handwerk tätig. Oh la la. Ja, und haben im Grunde genommen einfach auch dieses Handwerk zur Kunst für uns erhoben am Menschen. Woher nehmt ihr eure Inspiration? Also die letzte Kollektion, die wir hatten, die heißt Neue Sachlichkeit und die ist inspiriert worden, wie du jetzt auch das Thema hast, aus den tollen 20ern. Kurze Ponys, kurze Bobs. Die kreative Arbeit von dem Team Pam. Sehr gerne. Und nun eine meiner Lieblingsaktion, Inspektion. Und dazu begrüße ich Society-Expertin Anna Meyer Minnemann. Hallo, Volker. Was hast du heute mitgebracht? Ich habe euch heute natürlich Frisuren mitgebracht, die auch inspiriert sind von den 20ern. Der Teufel! Ja, genau. Der Teufel trägt Bubikopf. Also sie ist ein Vorbild für viele Frauen, die einfach Mut zu einer Frisur haben, zu einem Typen. Man könnte jetzt auch das Gesicht wegmachen und man wüsste, wer es ist. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, dass man an der Frisur erkennen kann, wer es ist. Angela Merkel und sie eigentlich. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Ja, das ist die Kate Bosworth und die hat auch so eine wunderbare 20er-Jahre-Frisur. Die hat einen Glow. Der ist einfach Wahnsinn. Der E-Faktor ist bei Kate, ja. Also, ich habe hier zwei mitgebracht. Da habe ich mich wirklich an meinen letzten Besuch in der Bäckerei erinnert. Einmal Rosinenschnecke und einmal Donauwelle. Oh Gott, wie sieht das aus? Ne? Also, hier fehlen die Proportionen. Ich finde, der tote Look ist auch, der passt überhaupt nicht. Ich meine, nur weil das eine Kleid drei Wellen hat, muss man nicht gleich eine Wellenfrisur auf dem Kopf tragen. Man muss schon gar nicht dieses Kleid anziehen, finde ich. Das schafft meine Mutter. Wenn sie sich nicht wäscht und Gloss in die Haare macht und Mittelscheitel, ja? Das ist kein Style. Ich würde sagen, hier gibt es keinen E-Faktor. Nee, wir haben nicht. Dankeschön, meine liebe Anna. Dankeschön an mein E-Faktor-Publikum. Und auch ihr zu Hause, Chicas und Chicos, denkt dran. Wie du gehst, so geht man durchs Leben.